Das wäre also die berühmte Rennstrecke von der Bonneville Salt Flats. So, das wäre also unser Schmuckstück. Letzte Nacht auf einem Walmart waren, haben wir uns heute neben einer gemütlichen Sinclair-Tankstelle niedergelassen. Wir sind nicht durchs Pumpernickel-Valley gefahren. Ja, tatsächlich ein Tal Pumpernickel-Valley geheissen. Und jetzt bereiten wir uns auf eine gemütliche Nacht in Elko vor. Gute Nacht. Ich unternehme heute mal einen ersten Versuch, einen amerikanischen Führerschein überzukommen. Wir sind jetzt hier in der Ortschaft Elko. Zufällig gerade in der Nähe von einer sogenannten DMV, sozusagen dem Strassenverkehrsamt von Amerika. Mal schauen, was sie meinen. Ja, das war leider wie vermutet. Jetzt habe ich mal eine Nummer gezogen, bin hingesessen, habe etwa eine halbe Stunde gewartet. Meine Nummer ist und ist nicht näher gekommen. Und dann habe ich mal ein Fräulein gefragt, ob ich schnell dazwischen funken darf. Einfach mal zum Fragen, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt. Laut ihr gibt es das in Nevada nicht. Weil man anscheinend muss den Wohnsitz in Nevada anweisen. Und den haben wir nicht. Der ist da hinten. Sie sagt aber auch ganz klar, sie ist von Staat zu Staat verschieden. Jetzt probieren wir es halt mal in einer anderen Stadt. Irgendwann eins muss es schon klappen. Die Ortschaft heisst tatsächlich Moor. Ja, wir sind herzlich willkommen in der Bonneville Salt Flats.
Ja, das war stürmisch, ich war noch. Das wäre also die berühmte Rennstrecke von der Bonneville Salt Flats. Und so wie es aussieht, dürfen wir drauf fahren. Machen wir das doch. Ja! Das ist der Belag auf den Salt Flats. Es fühlt sich an wie eine pickelharte Salzschicht. Ist Salz. Natürlich jetzt auf einem ordentlichen Speedway. Eine Geschwindigkeitslimite. Die sieht so aus. Da hast du alles im Kopf gehabt, aber... So eine Salzkruste noch nie. Scheibe! Nein, das sieht aus wie Zucker aus. Eigentlich wäre unser Plan, heute Richtung Westen, no, wo noch ein paar Nationalparks warten, die wir noch nicht gesehen haben. Und wie es dazu so will, haben wir gestern noch ein Inserat von einem Schulbus gesehen. Das ist nicht ganz die Richtung, die wir eigentlich einschlagen wollten, aber es ist eigentlich nur ein kurzer Umweg. Darum gehen wir den Bus heute anschauen, bevor wir dann weitergehen. Ja, wir hoffen, dass es das Mal erfolgsversprechender ist wie letztes Mal. Wir werden jetzt in Tremonton ankommen. Wahrscheinlich spricht man das in Englisch ganz anders aus. Tremonton! 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 Wollen wir den Schulbus anschauen? Jedenfalls sind wir in 3 Minuten dort und hoffen, dass sich der Weg gelohnt hat. Gehen wir mal schauen. Wir hoffen das Beste. So, das wäre also unser Schmuckstück. Stinkt gar nicht. 7,2 Liter International. Sieht sauber aus. Thank you.
Kopf. So viel ich das kann abschätzen, ist in einem absolut 1A-Zustand. Läuft rund, kein Geräusch, das nicht sein sollte. Das, was noch fehlt, wäre mit kleinem Aufwand zu beheben. Ja, den Bus hätten wir jetzt angeschaut. Sie haben aber leider irgendeinen Abschleppnotfall. Dann kommt jetzt aber wieder. In der Zwischenzeit haben wir etwas entdeckt. Hotte Hürösli und unsere Kinder sind natürlich Feuer und Flamme. Jetzt gehen wir mal schnell schauen. Hallo. Cheers. Cheers. Das mit dem Schulbus, das wird sich jetzt sicher noch über das Wochenende ziehen. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen vom Verkäufer. Lass uns am Montag wieder weiterreden. Wir haben jetzt hier noch irgendein Angebot gemacht. Und ich glaube, er muss sich jetzt hier noch mit seinem Bruder und seinem Vater beraten, ob das in Ordnung ist. Für uns heisst es jetzt einfach, über das Wochenende irgendwo absatteln. Und wie es der Zufall hat wollen, gerade über die Strasse, ist ein Rodeo-Festival. Willkommen. Danke. Es war nicht gerade viel los. Das ist aber ein Rodeo-Fest mit einem riesen Parkplatz. Wir haben jetzt einfach mal angestellt und denke nicht, dass sich da jemand stört. Ich weiss, es heisst Golden Spike Rodeo. Golden Spike? Das ist die älteste Rodeo-Arena so auf Utah. Ja, the oldest rodeo in Utah. Gell, langweilig wird es uns nicht. Nein. Auf keinen Fall. Jamie macht ein Experiment. Ja, ja, also ich werde bereit.